August 1942. Der Zweite Weltkrieg tobt an der Ostfront. Zwei Generäle ziehen in eine besonders erbitterte, lange und blutige Schlacht um Stalingrad. Die deutsche Seite wird von einem Hitler-ergebenen Taktiker geführt, der sich jedoch im Planungsstab wohler fühlt als auf dem Schlachtfeld. Sein russisches Gegenüber ist ein Raubein, unerschrocken und oft mitten im Schlachtgetümmel. Sie mögen ihre Hauptquartiere weit entfernt voneinander aufgeschlagen haben. In Gedanken stehen sie sich am gleichen Kartentisch gegenüber. Über 50 Jahre später versuchen zwei Generäle, sich in die damaligen Kommandeure hineinzuversetzen und ihr Vorgehen zu analysieren. Experten vergleichen die Waffen und Ausrüstung beider Seiten. Wer nicht richtig ausgerüstet ist, kann sterben. Sowie ihre Feuerkraft und analysieren die Gründe für Sieg und Niederlage. Im Juni 1941 lässt Hitler den größten Feldzug der Geschichte anlaufen. Den Überfall auf die Sowjetunion. Der 50-jährige Generalleutnant Friedrich Paulus, stellvertretender Generalstabschef des Heeres, hat die Angriffspläne ausgearbeitet, das Unternehmen Barbarossa. 7 Monate lang hat er an den Plänen gefeilt. Die Deutschen stürmen mit einer riesigen Streitmacht ostwärts. Sie sollen die wichtigsten Städte im europäischen Russland erobern und dann die Ölfelder des Kaukasus. Von dort kommen 90% der sowjetischen Treibstoffe. Die Verfügung darüber würde den Sowjets den Lebensnerv abschneiden und den Deutschen die Ressourcen für ihre wahnwitzigen Kriegs- und Expansionspläne liefern. Generalmajor Simon Male, erfahrener Kommandeur in beiden Golfkriegen, erläutert, wie ein General mit seinem Charakter eine ganze Schlacht beeinflussen kann. Paulus galt als pedantisch. Er rauchte viel, trank viel Kaffee und war immer picobello gekleidet. Er liebte es, am Planungstisch zu arbeiten. Er liebte die Kriegsspiele und die taktischen Probleme, die man ihm zu lösen gab. Seine Operationen im Krieg gegen Polen und Frankreich waren erstaunlich effektiv. Am 22. Juni 1941 läuft das Unternehmen Barbarossa an. Drei Millionen Soldaten stürmen über die sowjetische Grenze. Eine neuartige Form des Krieges bricht los, wie schon beim Überfall auf Polen und Frankreich. Der Blitzkrieg. Mit schnellen Zügen überrollen sie ganze Landstriche und schalten jeglichen Widerstand brutal und wirkungsvoll aus, wie Paulus es geplant hatte. Zuerst gehen sie mit Luftwaffe und Artillerie gegen Verteidigungsstellungen und Grenzstädte vor. Bevor sich der Gegner davon erholen kann, überrollen schnell vorrückende gepanzerte Einheiten die geschwächten Linien. Dann werden die sowjetischen Einheiten in Zangenbewegungen eingekreist und ausgeschaltet. Die machtvolle Speerspitze des Blitzkriegs bilden die deutschen Panzer. Einige Panzerdivisionen legen erstaunliche Tagesetappen von 80 Kilometern zurück. Die Besatzungen fühlen sich fast unverwundbar. Der ehemalige Panzerkommandant Crispin Swayne kennt das Gefühl. Die Kraft eines solchen Geräts kann man richtig spüren. Das Adrenalin rauscht, wenn man damit fährt. Das ist es wirklich, was Hitlers Blitzkrieg ausmachte. Das Prinzip ist ganz einfach. Man sucht die Schwachpunkte des Gegners und geht mit Flugzeugen, Artillerie, Infanterie und Panzern auf sie los. Früher hat es Kavallerieangriffe gegeben, aber Hitlers Soldaten saßen nicht auf Pferden, sondern in kaum zu stoppenden Monstermaschinen. Unstoppable.
Binnen 3 Wochen fordert dieser blitzartige Vorstoß fast 2 Millionen sowjetische Menschenleben. Trotz zum Teil heftiger Gegenwehr gelingt es den deutschen Truppen, rund 1000 Kilometer tief in sowjetisches Gebiet vorzudringen, allerdings unter riesigen Verlusten. Und auch nach einem Jahr sind weder Leningrad noch Moskau eingenommen. Im Sommer 1942 scheinen für die Heeresgruppe Süd die kaukasischen und kaspischen Ölfelder in greifbarer Nähe. Doch Hitler spaltet die Angriffsspitze auf, um zugleich die Stadt Stalingrad einzunehmen. Stalingrad ist ein bedeutendes Industrie- und Rüstungszentrum mit rund 300.000 Einwohnern, inklusive vieler Flüchtlinge. Aber nicht nur ihre strategische Bedeutung und Lage machen die Stadt zum Angriffsziel. Es ist vielmehr ihr Name, Stalinstadt, der Hitler dazu bringt, fanatisch ihre Auslöschung zu fordern. Wer weiß, wie anders der Lauf der Geschichte gewesen wäre, wenn Stalingrad stattdessen ganz langweilig geheißen hätte, etwa Belograd. Aber Hitler fixierte sich immer mehr darauf. Es spielte für ihn eine immer größere Rolle. Hitler sieht Paulus, inzwischen Panzergeneral und Oberbefehlshaber der 6. Armee, für diese Aufgabe vor. Der penible Stratege muss den Kartentisch verlassen und mitten hinein in die Wirren der Schlacht. Paulus fühlt sich wohl bei der Planungsarbeit im Stab. Als er zum Chef der 6. Armee ernannt wird, hat er zuvor noch nicht einmal ein Regiment befehligt. Er macht einen großen Karrieresprung, vorbei an einigen besser qualifizierten Generälen. Und man vertraut ihm eine Armee von 300.000 Mann an, die die wichtigste Aufgabe des Jahres 1942 gestellt bekommen hat. Das ist eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite steht derjenige, der den deutschen Vormarsch stoppen soll. Einer der rücksichtslosesten Kommandeure unter Stalin. Der 42-jährige Wassili Tschuikow, der erst im Sommer zum Generalleutnant befördert worden war. Tschuikow ist der Archetyp eines Sowjetgenerals. Er ist Sohn eines Bauern, hat im Bürgerkrieg gekämpft und ist durch seine Fähigkeiten und seinen Charakter immer höher aufgestiegen. Professor Sabin vom King's College in London ist Tschuikow-Experte. Er ist ein aggressiver Befehlshaber. Er treibt seine Männer an und ist entschlossen, von ihnen die Opferung des Lebens zu fordern, um Positionen zu halten, egal wie hoch die Verluste sein mögen, und möglichst viele Feinde in den Tod mitzunehmen. Er ist wirklich eine Verkörperung der Roten Armee. Aber er weiß, dass er mehr als Überzeugungskraft brauchen wird, um diese Schlacht zu gewinnen. Er wird schlauer als der Gegner sein müssen. Tschuikow ist klar, dass die Deutschen auf ihrem Vormarsch nach Osten tausende sowjetischer Flugzeuge zerstört haben und erkennt, dass er die technische und taktische Überlegenheit der Wehrmacht in offenem Gelände nicht brechen kann. Ihm bleibt wenig Bewegungsspielraum. Er hat eigentlich nur die Alternative, entweder bis zum letzten Mann Widerstand zu leisten oder sich kämpfend schrittweise nach Stalingrad zurückzuziehen. Tschuikow weiß, dass er beim Kampf in der Stadt eine gewisse Chance gegen Paulus hätte. Er will verhindern, das Gefecht um Stalingrad wie ein Duell im offenen Gelände auszutragen. Dort kann er den schnellen Vorstoß der Deutschen nicht stoppen, nur im Häuserkampf. Spätestens als die Deutschen schon bald vor der Stadt auftauchen, steht Stalin vor einer schwierigen Entscheidung. Stalingrad ist massiv bedroht.
Sollen also Fabriken und Bevölkerung evakuiert werden? Man entscheidet sich dagegen. Und ich denke, das hat vor allem politische Gründe. Die Stadt ist wie die letzte Bastion, die unbedingt gehalten werden muss. Und ein Mittel, dies zu erreichen, ist, die Zivilisten in der Stadt zu lassen. Weil sie eine lebendige Stadt halten, sind die Verteidiger motivierter, als wenn sie nur um Trümmer kämpfen würden. Stalin weiß, dass Tausende von Zivilisten in der Stadt umkommen werden. Aber statt ins sichere Hinterland schickt er alle zum Ausheben von Panzersperren gegen den unmittelbar bevorstehenden deutschen Angriff. Paulus Möglichkeiten dafür sind durch die Lage und Anordnung der Stadt begrenzt. Sie liegt direkt am breiten Strom Wolga, sodass eine der üblichen Zangenbewegungen und eine Einkesselung nicht in Frage kommen. Also will Paulus die Stadt durch massive Bombardements schwächen oder verheeren. Die Hauptoffensive beginnt am 21. August. Die Luftwaffe zerstört alle hölzernen Gebäude in Stalingrad komplett. Es gibt unglaubliche Aufnahmen, auf denen nur noch ein Wald von Kaminen steht. Eine riesige Feuersbrunst. Angeblich konnte man noch 60 Kilometer entfernt nachts lesen, weil der Feuerschein von Stalingrad so hell war. An diesem 23. August, dem ersten Tag der Luftangriffe, an denen 600 Flugzeuge beteiligt waren, sterben Tausende von Menschen. Paulus glaubt, er werde die Stadt bald in der Hand haben. Er hofft, die Russen so demoralisieren zu können, dass der Widerstand zusammenbricht. Aber Hitler will die Stadt nicht nur erobern, er will sie auch besetzen. Er besteht darauf, dass Paulus seine Panzer schnell in die Stadt eindringen lässt, um die Rote Armee zu vertreiben. Das macht Paulus Sorgen. Keiner der Generäle wollte wohl in die Stadt hinein. Eine Panzerarmee eignet sich nicht besonders für Straßenkämpfe. Das war kein guter Ort für die deutsche Armee. Kein Kommandeur, vor allem nicht bei den Deutschen, die eher Blitzkrieg führen und beweglich sein sollten, will in so etwas verwickelt werden. Trotzdem trauen sie sich das zu. Und Paulus wird den Auftrag natürlich ausführen. Er nimmt an, das Oberkommando könne das besser beurteilen und macht keinerlei Anstalten, sich einem Befehl zu widersetzen. Paulus lässt seine Panzer nach Stalingrad rollen. Aber seine gnadenlosen Bombardements erweisen sich nun auch als Problem. Natürlich hat er damit enormen Schaden, Blutvergießen und Zerstörung anrichten können. Aber die Stalingrader sind nicht geschlagen. Und die Trümmer waren wirkungsvollere Straßensperren als die, die Zivilisten vorher angelegt hatten. Panzer brauchen einen gewissen Bewegungsspielraum, damit sie sinnvoll eingesetzt werden können, wie der frühere Panzerkommandant Swain weiß. Panzer bringen am meisten in offenem Gelände, wo sie freie Sicht über große Strecken haben und Ziele ausschalten können. Innerhalb der Stadt ist das ganz anders. Und das haben auch Hitlers Panzertruppen erlebt, als sie in Stalingrad eindrangen. Die Stadt lag in Trümmern und die versperrten den Panzern den Weg. Sie blieben in den Gassen und Straßen stecken. Die Sowjets nutzten die Situation und postierten oben auf den Ruinen Scharfschützen mit Panzerabwehrwaffen, die den Deutschen sehr zusetzten. Sie konnten ihre Geschütze nicht weit genug nach oben richten, um zurückzuschießen.
Und eine Salve durch die dünnere Panzerung auf der Oberseite lässt die Kugeln innen überall vom Metall abprallen. Die Besatzung wird verwundet und der Panzer außer Gefecht gesetzt. Dann müssen sowieso alle schnellstens aus dem Panzer raus. Generalleutnant Tschuikow postiert seine Leute absichtlich riskant nah an den Angreifern. Er nennt das den Feind umarmen. Die Deutschen können jetzt auch die Artillerie und vor allem ihre Luftwaffe nicht mehr voll einsetzen, ohne ihre eigenen Soldaten zu gefährden. Verteidiger tun sich leichter in einer Stadt. Und besonders die Sowjets gegenüber den technisch und taktisch überlegenen Deutschen. Tschuikow weiß, dass er mit seinen Leuten innerhalb der Reichweite der Geschütze und der Bomben ganz nah am Feind sein, ihn quasi umarmen muss, sodass sie nur einen Handgranatenwurf entfernt sind. Die Russen sind zu solch einem Himmelfahrtsunternehmen eher bereit als die Deutschen. Und darauf setzt Tschuikow. Er lässt seine Truppen für den Häuserkampf ausrüsten. Mit Handgranaten, Pistolen und angeschärften Spaten. Wer im Kampf fällt, wird sofort ersetzt. Abertausende frisch Rekrutierte rücken nach. Für viele ist es der erste Kampfeinsatz. Einfache Soldaten, so ermittelte später der sowjetische Generalstab, hatten in der Schlacht um Stalingrad nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von 24 Stunden. Das kann man wirklich einen Fleischwolf für die Sowjets nennen. Für deren Anführer schien es weitgehend egal, wie gut ausgebildet ihre Soldaten waren, solange sie ein Gewehr tragen konnten, Munition hatten, vielleicht ein paar Minen oder Handgranaten dazu. Einige Rekruten ziehen es vor, davonzulaufen, statt sich verheizen zu lassen. Aber Fahnenflucht wird mit kompromissloser Härte verfolgt. Ein Kommandeur beispielsweise bestraft unschuldige Soldaten für die Desertion einiger Kameraden, indem er jeden Zehnten erschießt, bis sein Magazin leer ist. Trotz dieser brutalen Methoden erwirbt sich Tschuikow durch seine Unerschrockenheit den Respekt seiner Untergebenen. Er riskiert an vorderster Front sein Leben, wird von deutschen Stukas gejagt und gerät ins Artilleriefeuer. Er ist absolut kein Schreibtischtäter. Er will an der Front mitten unter seinen Männern sein und sie durch sein Beispiel zu ähnlichem Mut anstacheln. Aus eigener Erfahrung in diesem brutalen Krieg kann er seinen Soldaten Ratschläge mitgeben, die noch heute kaum etwas von ihrer Gültigkeit verloren haben. Zuerst eine Handgranate reinwerfen. Dann eine Salve aus der MP, falls sich noch etwas rührt. Weiter, wieder mit einer Granate voraus. In das nächste Zimmer mit der MP im Anschlag. Immer in Bewegung bleiben. Tschuikow beschrieb damals, wie noch heute Spezialeinheiten ein Gebäude stürmen. Wir haben einen Raum gesichert. Wir schaffen das, indem wir sehr schnell durch die Tür brechen und den Raum unter Kontrolle bringen und uns den Überblick verschaffen. So funktioniert das bei jedem weiteren Raum. Das Haus muss systematisch durchsucht werden, sodass man weiß, man hat alle Zimmer gesehen, wenn man beim letzten angekommen ist. Die deutschen Soldaten gingen sehr ungern in den Häuserkampf, unmittelbar am Feind. Es ist ein wirklich schmutziger Krieg. Die Russen gingen wenig zimperlich mit ihnen um, obwohl das gemessen an ihrer eigenen Haltung gegenüber den Russen kaum überrascht. Die Deutschen verloren im Nahkampf alle ihre Vorteile durch diese sowjetische Umarmungstaktik. Man ist vom Feind nur durch eine Mauer getrennt, kann ihn schon atmen oder sprechen hören. Man muss sich Raum für Raum, Treppe für Treppe erkämpfen. Man verschanzt sich und führt den Kampf mit Minen und Handgranaten.
Es ist absolut die schlimmste Art von Kampf. Und obwohl die Wehrmacht massiv auf die Verteidiger einschlägt, scheint der sowjetische Strom an Menschen und Material nicht zu versiegen. Der Nachschub muss unter gewaltigen Verlusten nachts vom Ostufer der Wolga herüber in die Stadt gebracht werden. Tschuikow weiß, dass dies der Lebensfaden ist, an dem die Stadt und die eingeschlossene Armee hängen. Er versucht, die schmale Landezone zu halten, die Tag und Nacht unter heftigem Beschuss liegt. Er baut den Hauptbahnhof zur Festung aus, in der sich dicht an dicht die Rotarmisten halten können. Auch an einigen anderen Stellen werden Verteidigungsstellungen ausgebaut. Die Sowjets wählen ihre Stellungen sorgfältig aus und verschanzen sich kaum angreifbar auf mehreren Stockwerken. Aus Fenstern und Löchern in den Kellerwänden ragten die Panzerabwehrkanonen. Darüber verschanzten sich die MG-Schützen und bestrichen die Straßen mit Salven. Auf den obersten Etagen befanden sich Scharfschützen und Beobachter, die Artillerieangriffe gegen die deutschen Linien dirigierten. Und unterm Dach postierten sie Mörser und Granatwerfer. Solche Verteidigungsnester waren hart umkämpft. Beide Seiten gaben keinen Fingerbreit auf. Manche Stellungen wurden dutzende Male verloren und wieder erobert. Bis vor kurzem waren die Deutschen noch in schnellen Manövern binnen Wochen über ganze Länder hinweggerannt. Jetzt mussten sie tagelang um einzelne Gebäude ringen. Tschuikow will den Blitzkrieg stoppen. Die Deutschen denken in Dimensionen von Kilometern, die sie pro Tag erobern. So waren sie es gewohnt. Und so gelang es ihnen auch im Sommer 1942 oft noch im Handstreich. Tschuikow möchte den Maßstab verändern. Die Deutschen sollen nur noch Haus für Haus vorwärts kommen. Also verteilt er seine Leute gestaffelt auf die Gebäude. Die Deutschen können die ersten Linien nicht einfach umgehen oder überrennen und verheddern sich in einem Netz von Verteidigungslinien, in dem alles verteidigt wird. Tschuikow kann die deutsche Kriegsmaschinerie in einen zähen Kampf verwickeln und ihren raumgreifenden Vormarsch abbremsen, bis nur noch ein Vorwärtskriechen möglich ist. In 5 Wochen massivstem Ringen können sie nur die halbe Stadt einnehmen und kommen kaum irgendwo bis ganz ans Wolgaufer. Die Schlacht um Stalingrad wird nicht zum vernichtenden Schlag gegen die Sowjetunion, wie Hitler es gehofft und gefordert hatte. Im Herbst erklärt er ungeduldig, die Stadt sei so gut wie erobert. General Paulus hatte ihm das Glauben gemacht, zugleich aber gewusst, dass der deutsche Jubel über den Triumph verfrüht war. Hitler unterschätzte das Industriepotenzial, den politischen Willen und die Reserven, die die Sowjets mobilisieren konnten. Paulus wurde wohl zunehmend nervös, als der August in den September und dieser in den Oktober überging. Noch ein Winter stand ihnen nun bevor. Und je länger dieser dauerte, desto standhafter wäre der sowjetische Widerstand. Den stark ernüchterten Deutschen schwante bereits, was ihnen bevorstehen würde, wenn sie nicht siegten. Der blanke Horror. Doch die schlimmsten Befürchtungen von Paulus und seiner Armee werden von der Realität übertroffen. Der psychische Druck und die Verluste steigen. Hitler befiehlt die Vernichtung aller männlichen Bewohner. Dazu kommt es zum Glück nicht. Die Angreifer, die Stalingrad überfallen haben, werden nun ihrerseits zu Gejagten. Denn Tschuikow schickt Bataillone von Spezialisten in die Schlacht um die Ruinenstadt. Scharfschützen.
In Stalingrad herrschen ideale Bedingungen für einen Krieg der Scharfschützen. Ideal, weil die Scharfschützen sich in den Straßen ihre Opfer in Momenten der Unaufmerksamkeit herauspicken konnten, wenn sie mal die Köpfe hoben oder eine Zigarette rauchten. Man konnte nie wissen, wo sie lauerten. Als größter Könner dieser Methode gilt ein Schäfer aus dem Ural namens Wassili Saitsev. Er ist schon als Kind mit auf der Jagd gewesen und meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst. Er kommt mit einem Schützenbataillon nach Stalingrad und macht nun Jagd auf die deutschen Angreifer. Schon früh morgens legt er sich auf vorbereiteten Plätzen geduldig auf die Lauer. Er braucht nur wenige Patronen und seine deutschen Opfer sind meist tödlich getroffen. Im Winter 42 erschießt er rund 250 deutsche Soldaten in 8 Wochen. Tschuikow weiß den propagandistischen Wert seiner Scharfschützen zu nutzen. Die Zeitung der Roten Armee veröffentlicht die Zahlen und porträtiert die Meisterschützen. Wie heutzutage auch gab es im Krieg einen Kult um die berühmtesten Personen. Und mit ihnen waren Begriffe wie Ehre und glorreicher Sieg viel mehr verbunden als mit den statistischen Massen. Im Zweiten Weltkrieg galten die Meisterscharfschützen als heldenhaft und mustergültig bei der Verteidigung der Stadt durch die Rote Armee. Jeder konnte ein Saitsev werden, selbst wenn er nur ein normales Gewehr besaß. Und jeder, der einen Deutschen getötet hatte, träumte davon, damit eine Serie angefangen zu haben. Er war ein Vorbild und verlieh dem sonst recht deprimierenden, demoralisierenden Schlachthaus Stalingrad ein Gesicht. Bob Podesta, der ehemalige Soldat einer Spezialeinheit, ist als Scharfschütze ausgebildet. Er weiß, dass er sich als solcher am besten weitgehend unsichtbar machen muss. Als Scharfschütze muss man lernen, ganz mit der Umgebung zu verschmelzen. Also versuche ich, mich zu tarnen und das Gewehr etwas weniger metallisch blitzen zu lassen. Wenn ich das durch das Gebüsch schiebe, kann es nicht so schnell entdeckt werden. Ob im Feld oder in der Stadt, das Prinzip bleibt dasselbe. Man bleibt so lange im Verborgenen, bis man die Gelegenheit zum Schuss bekommt. Ich strebe nicht danach, den Kopf, sondern die Mitte des Körpers zu treffen. Selbst wenn der Soldat nicht sofort getötet wird, würden seine Schmerzensschreie seinen Kameraden an den Nerven zehren und einige Soldaten von Kampfhandlungen abhalten, die sich um ihn kümmern müssen. Die sowjetischen Scharfschützen schalten über 1000 Deutsche aus und versetzen noch viel mehr in Angst und Schrecken. Nach dem Schuss verschwinden die Schützen, unter anderem durch die Kanalisation. Aber die Deutschen entwickeln eine besonders grausame Methode, sie herauszutreiben. Nur mit einem Topf und einem Pflanzensprühgerät bewaffnet, zeigt der Sprengexperte Sidney Alford, wie ein Flammenwerfer funktioniert. Man kann damit nicht richtig zielen, hat aber eine andere Reichweite. Die brennende Flüssigkeit dringt durch die Mauerritzen und verbrennt den Soldaten dahinter in seiner Deckung. Das ist eine sehr einfache und grausame Methode, den Feind zu erreichen, selbst wenn man ihn nicht sehen kann. Ob er in einem brennbaren Gebäude oder einem Bunker ist, wenn es eine Öffnung gibt, in die die Flüssigkeit eindringen kann, wird es drinnen sehr ungemütlich. Die
Die deutschen Sturmpioniere haben damit eine fürchterliche Waffe, mit der sie auch die Fluchtwege der Scharfschützen zur Feuerhölle machen. Mit Hilfe dieser Eliteeinheiten erkämpft sich Paulus in mehreren Stadtteilen das Terrain bis fast an die Wolga. Die sowjetischen Gardeschützen unter dem gefeierten Rodimtsev können sich trotz fast totaler Verluste dennoch am Ufer halten. Ende Oktober hat die Wehrmacht rund 90% der Stadt erobert. Tschurikow has been told he must hold Stalingrad. Tschurikow erhält Befehl, die Stadt unter allen Umständen zu halten. Man könnte sagen, er hat dieses Ziel nicht erreicht, da er 90% der Stadt verloren hat. Wie viel waren denn die verbleibenden 10% wert, dass man sie um jeden Preis halten wollte? Allerdings sehr viel, denn in diesem Kampf um Ruinen werden große deutsche Kontingente gebunden. Zeit gewinnen ist die Devise. Die Kai-Anlagen spielen eine zentrale Rolle. Durch diese Nadelöhre rollt der Nachschub und kommt die Verstärkung. Wenn die Deutschen die Landungsbrücken unter Kontrolle brächten, hätten sie die Stadt erobert. Sie hätten die letzten sowjetischen Truppen abgeschnitten. Der Kampf wäre beendet gewesen. Das war also das Wichtigste. Die Sowjets mussten wirklich unter allen Umständen die Landebrücken halten. Tschurikow konzentriert seine verbliebenen Truppen auf dem schmalen Uferstreifen. Und sie sind nicht wehrlos. Beobachter steuern den Beschuss der deutschen Stellungen durch die gefürchteten Katjuscha-Raketenwerfer, von den Deutschen Stalin-Orgeln genannt. Sie sind auf LKWs montiert. Tschurikow lässt sie im Schutz der Uferböschung in Deckung gehen und zum Einsatz schnell rückwärts ans Wasser rollen. Dann schießen die 16 Raketen blitzschnell aus allen Rohren. Bevor die Deutschen zurückschlagen können, fahren die Raketenwerfer wieder in den Schutz der Böschung. Bei der Katjuscha zählte nicht nur die Explosivkraft. Auch das Kreischen und Pfeifen beim Abschuss ging den Deutschen bis ins Mark. Im November jedoch bekamen es beide Seiten mit einem zusätzlichen, brutalen Gegner zu tun, dem russischen Winter. Diejenigen, die schon einen solchen Winter erlebt haben, werden nun richtig nervös. Ihnen ist klar, wie tief die Temperaturen bald fallen werden und welche Schwierigkeiten ihnen das Wetter bereiten wird. Den Panzertruppen steht ein wirklicher Albtraum bevor. Sie werden nachts unter ihren Motoren Feuer anzünden müssen, damit das Öl flüssig bleibt. Ihre Toten werden sie nicht mehr beerdigen können. Die Armee, die besser für solche Bedingungen ausgerüstet ist, hat einen entscheidenden Vorteil. Crispin trägt die Standarduniform eines deutschen Soldaten vor Stalingrad, so wie sie jeder von ihnen trug. Stiefel mit Stahleinlagen in den Sohlen, Wollhosen. Der Militärhistoriker Andrew Robertshaw und der Ex-Offizier Crispin Swain werden die Brauchbarkeit der Uniformen der beiden Gegner untersuchen. Zuerst aber lässt Robert Shaw seine Testperson ein paar einfache Übungen absolvieren. Eine Schraube und eine Mutter. Einfach zusammenschrauben. Kein Problem. Jetzt die rechte Hand ausstrecken. Ich werde den Meterstab fallen lassen, du fängst ihn. 25 Zentimeter. Jetzt wird Crispin den Bedingungen des Stalingrader Winters ausgesetzt. In einem Kühltransporter. Zuerst in deutscher, dann in sowjetischer Montur. Er wird sie jeweils 30 Minuten lang bei 20 Grad minus tragen. Eine Wärmebildkamera zeichnet auf, was passiert.
Die helleren Bereiche zeigen, wo Wärme verloren geht. Ich beginne zu frösteln, weil die Uniform nicht richtig gut sitzt. Es kam Ihnen wohl mehr auf die Mode als auf Gebrauchswert an. Man kann sehen, wie die Körperwärme über das Gesicht austritt. Ich merke, wie die Wärme unter den Achseln entweicht. Ich spüre es schon ganz deutlich, auch an den Zehen. Es wird langsam ungemütlich. Das hier fühlt sich an, wie wenn man sich in einen Schlafsack einrollt. Jetzt könnte ich mich in eine Ecke kauern, meine Waffe in Position bereithalten und es einfach aussitzen. Zuvor hatten wir viele richtig gelbe und weiße Stellen gesehen, wo die Wärme unter den Armen und anderswo entweicht. Hier ist es ganz anders, auch an den Händen. Dort ist fast kein Wärmeverlust zu sehen. So langsam werden meine Zeigefinger, die ich für den Abzug brauche, kalt. Aber ich brauche sie nur hier rauszuziehen und innen in den Handschuh zu stecken. Ich kann die Handschuhe anlassen und trotzdem die Hände drinnen bewegen. Zum Feuern habe ich die Finger schnell wieder zur Verfügung. Hier drin werden meine Finger langsam taub. Als ich mich gerade zurücklehnte, berührte der Helm meinen Nacken und das ist wirklich eiskalter Stahl. Die haben wohl oft das Ende der Schlacht herbeigesehnt, einfach um es wärmer zu haben und sicher auch Russen getötet, um an deren Ausrüstung heranzukommen. Nach 30 Minuten hat Crispin es überstanden. Okay. Extreme Kälte verlangsamt auch die Informationsübertragung in den Nervensträngen, sodass selbst einfache händische Aufgaben schwieriger auszuführen sind. Hab's gleich fallen lassen. Ich kann's draufschrauben, aber ich spüre meine Daumen nicht. Also die rechte Hand ausstrecken und halten. Jetzt waren es 43, vorhin 25, also spürbar schlechter. Schon ungeduldig? Probieren Sie es. Ich muss nur zeigen, dass mir nicht so kalt ist. Wirklich erstaunlich. Während Crispin nach seiner doppelten Stalingrad-Erfahrung wieder auftaucht, gibt es für die deutschen Soldaten 1942 keinerlei schnelle Abhilfe. Sie tragen immer noch ihre Sommeruniformen, weil ihre Anführer überheblich davon ausgingen, dass die Sowjets vor dem Winter geschlagen sind. Stalin verlangt von Tschuikow noch eine Weile durchzuhalten. Die deutschen Kräfte sollen gebunden werden, bis die Rote Armee genügend Verstärkung herbeischaffen kann, um Stalingrad zu befreien. Tschuikow ist gewissermaßen der Köder. Die Deutschen sollen auf ihn und die Stadt fixiert bleiben. Sie sollen glauben, sie seien kurz vor dem Sieg und weitere Truppen in die Schlacht werfen. Sie sollen ganz mit dem Kampf um die Stadt beschäftigt sein. So war es auch. Und sie werden vom Gegenangriff an ihren Flanken völlig überrascht. Die Deutschen sind viel zu sehr auf die Einnahme der Stadt orientiert und vernachlässigen ihren Flankenschutz. Die Rote Armee hat inzwischen klammheimlich eine gewaltige Streitmacht nord- und südlich der Stadt in Stellung gebracht. Im November 42 warten rund 1 Million Soldaten darauf, zur Gegenoffensive loszuschlagen. Paulus bemerkt spät, welche stählerne Lawine auf ihn und seine Leute hereinbrechen wird. Die Luftwaffe hatte die heranrückenden Massen schon entdeckt, die sicherlich für Stalingrad gedacht waren. Alles deutete auf große Aktivitäten an den Flanken hin. Aber in Berlin oder in Hitlers Wolfsschanze schenkte man dem kein Gehör. 2000 Kilometer westlich wiegt sich Hitler im Glauben, die Schlacht sei so gut wie gewonnen und ignoriert alle Warnungen.
19. November greift die Rote Armee an. Aber als Paulus die Nachricht überbracht wird, weiß er nicht, wie er reagieren soll. Er fertigt einen Lagebericht an und schickt ihn an Hitler. Dann wartet er auf Befehle. Entweder zu einem Ausbruch oder zum Durchhalten in Stalingrad, den ganzen Winter. Inzwischen verstreicht wertvolle Zeit und die Sowjets stoßen in die Flanken vor. Nach nur 5 Tagen treffen sich die beiden Gruppen und rund 300.000 Deutsche und Verbündete sind eingekesselt. Paulus wurde mit eigenen Waffen geschlagen, durch seine Lieblingstaktik, die Zangenbewegung. Für den Anführer der abgekämpften Sowjets in Stalingrad war dies ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Tschuikow hat das sicher als große Erlösung empfunden. Sein Plan ist aufgegangen. Die Falle schnappt zu. Nun sind die Deutschen eingekesselt. Sie sind jetzt vom Nachschub abgeschnitten, wie Tschuikow es nie gewesen war. Obwohl Paulus in der Falle sitzt, muss die Rote Armee erstmal ihren Vorteil absichern, denn noch sind die Deutschen nicht geschlagen. Er denkt, gut, ich stecke zwar hier in der Klemme, aber es gibt noch verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegendste ist der Ausbruch aus dem Kessel. Die Sowjets haben ihren Ring noch nicht voll gesichert. Raus hier! Paulus bittet mehrfach um Erlaubnis bei seinem Chef, Generalfeldmarschall von Manstein. Der fragt bei Hitler an. Der Führer lehnt ab. Ich weiß, dass die 6. Armee sich in dieser schweren Lage tapfer halten wird. Ich tue alles, um ihr zu helfen und werde rechtzeitig meine Befehle geben. Er verlässt sich darauf. Er wird die Erlaubnis bekommen. Also hat er tagelang abgewartet. Inzwischen ziehen die Sowjets ihre Schlinge zu. Dann kommt die Antwort. Nein, wir schicken Verstärkung. Göring hatte vollmundig eine Luftbrücke versprochen, aber es gelingt nur eine Notversorgung unter hohen Verlusten. Paulus' 6. Armee droht ein qualvoll langsamer Tod durch Hunger, Krankheit und Kälte. Paulus wagte keinen eigenmächtigen Ausbruchsversuch und hält ihn jetzt, da die Sowjets den Ring festgeschlossen haben, für zu riskant. Paulus ist sehr wohl bewusst, dass selbst ein erfolgreicher Ausbruch aus dem Kessel Zehntausende Tote und Gefangene kosten würde. Er unternimmt nichts ohne den Befehl Hitlers. Und der erlaubt keinen Schritt weg von Stalingrad. Dann ist Paulus gar nicht mehr in der Lage, auszubrechen. Seine Truppe verliert rapide ihre Kampfkraft. Damit ist es entschieden. Um den 18. Dezember herum ist es definitiv zu spät. It's too late. An Weihnachten 42 schlachten die Deutschen ihre letzten Pferde. Erfrierungen, Typhus und Ruhe häufen sich. Die deutschen und rumänischen Soldaten sterben in Massen, ganz zu schweigen von ihren russischen Arbeitssklaven und Gefangenen. Ein sowjetisches Ultimatum wird rundweg abgelehnt. Doch schickt Paulus verzweifelte Meldungen an Oberkommando und Hitler, die Armee verhungere und erfriere. Welche Befehle soll ich Truppen geben, die keine Munition mehr haben, aber weiter stark angegriffen werden? Er hofft auf Erlaubnis zu Verhandlungen mit der Roten Armee. Hitlers barsche Antwort: Eine Kapitulation der 6. Armee ist schon vom Standpunkt der Ehre aus nicht möglich. Der Kampf geht weiter bis zum Ende. Durch starke Angriffe außerhalb und innerhalb des Kessels steht die 6. Armee vor der Vernichtung. Paulus jedoch verbreitet Durchhalteparolen. Haltet aus, wir werden es schaffen. Paulus ist in einer fast unmöglichen Position. Er hat die erfolgreichste Kampftruppe der deutschen Wehrmacht bis nach Stalingrad geführt. 300.000 Mann standen mal unter seinem Kommando. Dann gehen sie vor seinen Augen vor die Hunde. Viele Fragen drängen sich auf. Was, wenn ich mich gegen Hitler aufgelehnt hätte? Wenn wir den Durchbruch gewagt hätten? Ich zuvor meine Flanken besser geschützt hätte? Wir nicht frontal auf Stalingrad gezogen wären? Ich entschlossener gehandelt hätte? Er lag geplagt mit der Ruhe in der Falle und spürte die persönliche Verantwortung.
Im Bewusstsein des bevorstehenden Untergangs schickt er seinen Ehering und eine kurze Nachricht mit einem der letzten Flugzeuge aus dem Kessel nach Hause, zu seiner Frau. Ende Januar haben die Sowjets die deutschen Truppen auf zwei kleine Zonen in der Stadt zurückgedrängt. Zhuikov weiß, dass Paulus ihm nun ausgeliefert ist. Dieser ist mittlerweile quasi Gefangener in seinem eigenen Hauptquartier und muss hilflos mit ansehen, wie um ihn herum seine Armee zerfällt, auch durch seine Schuld. Sie kämpfen immer noch bewundernswert weiter. Unter fürchterlichen Bedingungen können schon lange die Verwundeten nicht mehr versorgen. Allen ist klar, es bleibt nur noch Tod oder Kriegsgefangenschaft. Hitler befördert Paulus zum Feldmarschall, in Anerkennung seiner Leistung und seiner Opfer. Der aber weiß, was das zu bedeuten hat. Kein deutscher Feldmarschall hat sich jemals ergeben oder ist lebendig in feindliche Hände gefallen. Hitler kalkuliert auf zynische Weise damit, dass seine Beförderung zum Feldmarschall Paulus zum Selbstmord zwingt und damit die Mär vom heldenhaften Opfergang der 6. Armee an der Wolga glaubwürdiger wird. Aber Paulus weigert sich, Hitler diesen Gefallen zu tun oder den Sündenbock zu spielen. Dieses eine Mal handelt er dem Führer zuwider und stellt den Kampf ein. Hitler sagte gehässig, er hätte sich erschießen sollen. Der heroische Opfergang der 6. Armee ist durch die Feigheit dieses einen Generals entwertet worden. Ich werde in diesem Krieg niemanden mehr zum Feldmarschall befördern. Am 31. Januar vermittelt einer seiner Generäle Verhandlungen mit der Roten Armee. Und ein gebrochener Paulus begibt sich in sowjetischen Gewahrsam. Zhuikov hat die Schlacht dann gewonnen, wenn sich die deutschen Befehlshaber ergeben. Es ist ein sehr bewegendes Zusammentreffen. Die stolzen preußischen Offiziere kommen mit weißer Fahne und in höchster Not und müssen um ihr Leben betteln, bei ihm, dem Bauernsohn. Er muss sehr stolz gewesen sein. Die Wehrmacht und ihre Verbündeten verloren rund 500.000 durch Tod, Verwundung oder Gefangenschaft. Ihr Blut klebt auch an Paulus' Händen. Von 23 in Stalingrad gefangen genommenen Generälen überlebten alle, bis auf einen. Aber von den 113.000 gefangenen Soldaten kamen nur 6.000 zurück. Paulus fühlte sich schuldig gegenüber den Hinterbliebenen der Gefallenen und in den Lagern Gestorbenen. Zhuikov kann seinen Stolz kaum verbergen, als er seine verbliebenen siegreichen Truppen inspiziert. Tapfere Männer, die so viel mitgemacht haben, sind nun den Tränen nahe. Wir alle, vom Gefreiten zum General, waren stolz, Söhne des sowjetischen Volkes und diesmal unbesiegt geblieben zu sein. Eine 750.000 sowjetische Soldaten und Zivilisten sterben bei Stalingrad. Ebenso viele werden verwundet oder gefangen genommen. Ihr Opfer bringt eine entscheidende Wende im Krieg. Von jetzt ab kämpfen die Deutschen nicht mehr um Siege, sondern ums Überleben. Zhuikov führt seine Armee bis nach Berlin. Am 2. Mai 1945 ergeben sich ihm gegenüber die Spitzen der Wehrmacht und der Krieg in Europa ist zu Ende. Feldmarschall Paulus verbringt 10 Jahre in Gefangenschaft und Hausarrest. Seine Frau sieht er nie wieder. His wife dies in 49. Seine Frau stirbt 1949, er selbst darf 1953 nach Deutschland zurückkehren, lässt sich in der DDR nieder, erkrankt einige Jahre später an Muskellähmung. Er geht ins Grab, unfähig, sich zu bewegen, ein wenig wie seine 6. Armee in Stalingrad, im vollen Bewusstsein über seine Rolle und Verantwortung bei ihrem Untergang.